Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün Rising Sun Edition, wie es aussieht. Ich hoffe, das ist echt das gleiche Spiel und nicht irgendwie was abgeändertes. Hallo. Beginn der Kostet 50. Okay. Das ist 50, vielen Dank, kein Ding. Okay, hier sind Pfeiler an der Wand. Das sind Säulen. Fossilien. Hallo. Was ist ein außergewöhnliches Fossil? Wow. Oh, Aerodactyl-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Sieht schon echt stylisch aus, ne? Was hier? Kabutops-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Die Fossile sehen echt cool aus. Ich war noch nie in diesem Museum, glaube ich. Ich habe mir das damals nie angeguckt. Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eins fangen. Ja, ein Pikachu, ich verspreche, ich fange eins. Okay. Oh, eine Rakete. Space Shuttle. Oh, hallo. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Ich merke das schon. Oh, Mondstein. Hallo. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Naja, es stammt vom Mond aus dem All und so. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Kann ich einen haben? Ich brauche den später bestimmt für eine Entwicklung. Der 20. Juli 1999. Der 20. Juli 1969, das ist die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Okay. Das ist interessant. Wenn so ein Farbfernseher... Du bist... 1969? Du hast dir damals erst... Warte mal. Wie alt warst du? Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die Arena. Und ich habe mir überlegt, Leute, wir trainieren... Bei dem ersten Trainer, den wir hier noch haben, noch ein wenig Safcon. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Okay. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Probiere es aus, um so deinen Gegner besser zu trotzen. Kannst du mir nicht jedenfalls noch erklären, was das hier für eine Arena ist? Okay, bei ihm hier nutzen wir noch einmal Safcon. Wir wechseln natürlich aus am Anfang, aber Safcon soll die Erfahrungspunkte mitnehmen. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Hey. Glaube ich ja nicht, ne? Du bist selbst noch ein Kind, du nennst mich Kind? Ein Camper Georg. Okay. Level 10 Kleinstein. Das ist gerade ein bisschen krass, weil wir erst ein Level 7 Shiggy haben. Oioioioioi. Ich will jetzt aber, ich will mal dieses Spiel so spielen, dass ich nicht zwischendurch im Gras trainiere, offscreen oder so. Weil sonst trainiere ich immer meine Pokémon ein bisschen und dann ist immer alles so einfach. Ja, vielleicht mache ich es, aber ich übertreibe nicht damit. Aber wir haben ja doppelte Effektivität, das ist ja gut. Aber Jiggy kriegt so Damage. Eieiei. Aber wir haben ja Tränke, wir können ja gleich einen Trank nutzen. Kleinstein besiegt. 91 Erfahrungspunkte für Safcon, Level 10, sehr schön. Und Shiggy Level 8. Okay. Für Sandan bleibt auch noch Shiggy drin. Und, na, Level 11, Alter. Und Shiggy wird aber schätze ich trotzdem noch mit fertig mit dem Sandan. Und danach bestimmt ein Level abbekommen. Hoffentlich. Initiative sinkt. Stimmt, das macht Blubber ja manchmal. Stimmt. Die Verteidigung steigt, aber das ist egal, da Blubber eine Spezialattacke ist. Und dadurch die Verteidigung nicht interessiert. Sandwirbel. Oh, Sandwirbel ist ätzend. Genauigkeit sinkt. Bei meinem Glück trifft dann immer nichts. Ha! Was sag ich? Kratzer, okay. Oh, 7 Damage. Scheiß die Wand an. Trank für Shiggy, bitte. Eieiei. Ein Igler, okay. 7 Damage, Alter. Holla, die Waldfee. Nochmal Blubber, komm. Nice, das trifft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, jetzt noch ein Tackle, dann dürfte Sandan schon besiegt sein. Dafür brauche ich jetzt keinen Blubber-AP. Nice. Und Level 9? Natürlich Level 9. Vielleicht sogar Level 10. Jo! Sehr schön, ja, aber 200 Erfahrungspunkte, ne? Und Panzerschutz, okay. Sehr gut, komm. Hey,
Safcon entwickelt sich. Oh yeah. Glückwunsch, denn Safcon wurde zu Smetbo. Smetbo erlernt Konfusion. Oh ja, und damit ist Smetbo jetzt erst richtig strong. Erstmal kurz Chigi tauschen und Smetbo war Käferflug, oder? Oder Giftflug? Oder Psycho? Käferflug, ja. 21 Spezialangriff. KP 33 Initiative ist auch ganz gut. Aha, schön. Aber wir müssen uns noch den Pokédex-Eintrag von Smetbo durchlesen. Nummerisch. Und von Safcon auch, ne? Haben wir noch gar nicht gemacht. Safcon. Kokon. Während der Panzer dieses Pokémon sehr weich ist, bietet er keinen großen Schutz vor Attacken. Okay. Ja, deswegen Härtner, ne? Und Smetbo, Käferflug. Falter. Im Kampf schlägt dieses Pokémon sehr schnell mit den Flügeln und giftigem Staub freizusetzen. Oh. Okay, cool. Alles klar. Würde ich jetzt sagen, Leute, seid ihr bereit für Rocco? KP sind in Ordnung, auf jeden Fall. Und los geht's. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung, felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeige mir, wie gut du bist. Oh yeah! Dödin. Leiter Rocco schickt Kleinsteine in den Kampf, okay. Level 12. Das dürfte aber für unser Shiggy kein Problem sein. Wegen der doppelten Effektivität. Also vierfachen Damage. Ho. Alter Vater. Aber er hat danach ja noch einen Onix, ne? Wenn ich mich nicht irre. Oder hat er drei Pokémon? Ne, Kleinstein und Onix, oder? Nicht Kleinstein, Sandan und Onix. Ich glaube schon. Schönes Level 11 für Shiggy. Nur Onix, genau. Er hatte nur zwei Pokémon, okay. Go, Shiggy! Level 14, Alter. Dürfte aber auch kein Problem sein. Onix hat zwar eine starke Verteidigung, aber keine starke Spezialverteidigung. Und eine hohe Initiative übrigens. Onix ist sehr, sehr schnell. Stalos hingegen ist sehr, sehr langsam. Aber egal. Bam. Onix besiegt und Shiggy kriegt safe ein, vielleicht sogar zwei Level-Ups. Ne, eins. Zwei wäre zu viel. Level 12. Ho, fast noch ein zweites, Alter. Anderthalb Level-Up. Das ist schön. Nimm den Felsorden. Lucia erhält den Felsorden. Ich dachte, das kommt nach dem Kampf, deswegen habe ich die ganze Zeit nur A gedrückt. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Natürlich. 1400 Poké-Dollar, das ist schön. Warte, nimm das hier. 39. Felsgrad, ne? Eine TM enthält Attacken, die Pokémon lernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du eine TM geben möchtest. 39 ist Felsgrab, genau. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihnen begraben. Die Initiative des Gegners wird zugleich gesenkt. Das ist eine sehr, sehr starke Attacke, finde ich. Felsgrab ist sehr, sehr gut. Aber für keines unserer jetzigen Pokémon gut gedacht, würde ich meinen. Ne, für Shiggy vielleicht. Ne, eigentlich nicht. Ne, für Shiggy auch nicht. Wir holen uns jetzt erstmal... Ne, Schutz brauchen wir eigentlich auch nicht. Doch für die... Wir sind gleich in der Höhle. Also Schutz wäre eigentlich gut zu kaufen, würde ich meinen. Wir holen uns gleich ein bisschen Schutz und wir trainieren jetzt auf dem Weg zur Höhle ein wenig Taubsi. Und in der Höhle, würde ich sagen, trainieren wir weiter Shiggy. Weil Höhle und so, Stein-Pokémon und so weiter. Und Taubsi braucht halt unbedingt ein bisschen Training. Es ist jetzt Level 8. Das ist halt echt wenig. Das ist halt echt niedrig noch. Na gut. Unser Shiggy war halt auch sehr niedrig, ne? Vom Level her. Jetzt unser höchstes Pokémon. So, Schutz. Wir kaufen uns einfach mal drei Schutz. 1050, ey. Nein, nicht noch eins. Das war's. Das reicht erstmal. Vor der Höhle ist noch ein Pokémon-Center, soweit ich weiß, ne? Ja. Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City.
Okay. Hallo. Oh, Lucia. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Wir haben die Turbo-Treter, Leute. Endlich. Oh, so eine schöne Erweiterung. Ja, drücke den B-Knopf, genau. Nun, ich muss zurück ins Labor. Bis die Tage. Oh, eine so schöne Sache, die hinzugefügt wurde zu Blattgrün und Smaragd und so damals. Schön. Ein Brief ist dabei. Hallo Lucia, hier sind ein paar Turbo-Treter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Oh. Oh, endlich Turbo-Treter, so schön. Oh. Was starrst du mich so an? Tu ich nicht. Du hast mich angeguckt. Hallo, eine Herausforderung von Göre Ricarda. Ein Taubsi. Hoffentlich nicht zu Level 9. Okay, das geht. Dürfte unser Taubsi noch gegen ankommen. Es hat schon... Ach, Windstoß. Stimmt, nicht Flügelschlag. Windstoß kriegt es. Mit Level 9. Alles klar, Leute. Wir wissen Bescheid. Level 9. Taubsi erlernt Windstoß. Das ist sehr gut. Wow, 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 wow. Wir müssen aber gleich erstmal ein schönes Tränklein einsetzen. Ah, Taubsi ist halt leider noch unterlevelt, ey. Ach, Mann. Okay, Decke ging daneben. Das ist sehr gut. Komm, noch ein Tackle. Noch ein Tackle. Jo! Alter. 18 Damage, ey. Sehr schön. Taubsi Level 9 und erlernt jetzt Windstoß. Komm. Ja. Nice. Sehr gut. Als nächstes ein weiteres Taubsi. Jetzt kommt von uns selber Windstoß. Ha! Auch ein Windstoß, aber wir sind nicht besiegt dadurch. Puh, war aber knapp. War aber knapp. Es ist ein anstrengender Kampf hier, ey. Zu viele Tränke schon verballert auch. Heieiei. Aber den Kampf dürften wir gewinnen. Obwohl, ich muss nochmal einen Trank einsetzen. Was ist das? Scheiße. Ja, es ist halt das Problem, wenn man underlevelt. Nicht underlevelt, aber es ist ja das gleiche Level. Es ist trotzdem halt schwer. So, jetzt gleich noch ein Tackle hinterher und dann ist Taubsi besiegt. Und unser Taubsi dürfte bestimmt Level 10 kommen, schätze ich, oder? Mit 100... Na, doch, okay, cool. Level 10. Sehr nice. Du bist gefährlich. Nein, bin ich nicht. Bin ganz lieb. So, was haben wir hier unten noch? Nichts, okay. Aber da ist noch ein Trainer, den wir bestimmt uns gleich noch holen können. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Echt? Echt? Wir sehen alle gleich aus, also von daher... Attila! Lol, cool. Hatten wir... Nee, gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft, oder? Muss ich mir den zweiten Part nochmal angucken. Und den dritten. Aber das ist ein Käfersammler, deswegen haben wir halt echt diesmal ein leichtes Spiel, sag ich mal. Mit Taubsi. 112 Erfahrungspunkte, sehr schön. Und sein Hornlio gibt Taubsi das Level 11. Würde ich jetzt mal grob schätzen. Okay, das hat sogar weniger Damage gemacht als bei Raubi, ey. Ach komm, als ob jetzt Taubsi vergiftet ist. Wie viel Damage macht es? 3, okay. Das heißt, wir können jetzt... Ja, ich glaube, wir wechseln ja jetzt gleich lieber. Oder einfach einen Trank? Weiß nicht. Aber Taubsi ist Level 11, das ist schon mal gut. Kommt drauf an, was er jetzt einsetzt. Noch ein Raupi. Ja, komm, wir wechseln. Wir wechseln. Shigi wird gleich noch genug trainiert, also jetzt erstmal Smetbo. Und einfach mal gechillt. Einmal Konfusion. Auf Gift wäre Konfusion effektiv, ne? Nee. Doch. Nee. Doch? Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Aber auf Käfer ist es normal, aber Käfer ist, glaube ich, auf Psycho effektiv. Aber Psycho ist auf Gift. Nee, andersrum. Gift ist auf Psycho, aber Psycho auf Käfer. Nee. Sonst wäre es ja jetzt hier effektiv. Ich weiß es nicht mehr, Leute.
Muss man mal ausprobieren irgendwann. Sehr schön. So, Pokémon. Einmal ein Gegengift für Taub... Nicht fürs Mitbo. Für Taubsi. Und ein Trank für Taubsi. So. Und nächster Trainer. Taubsi wird weiter trainiert. Überall sind Brennnesseln nicht. Und ich trage Shorts. So ein Mist. Das ist unlucky, würde ich sagen. Das ist sehr unlucky. Von Egon. Radfratz. Ja, Radfratz wird es, glaube ich, auch leicht. Level 11. Die sind immer mein Level. Oder Taubsis Level halt in dem Fall. Oh, 8 Damage von dem Radfratz mit Ruckzuckhieb. Auch 8 mit Tackle. Ich dachte, Ruckzuckhieb ist stärker. Das hätte ich jetzt zumindest erwartet, aber gut. What? Oh nein! Volltreffer! Ach komm! Smetbo, du bist dran! Das hätte ich nicht erwartet. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich nutze jetzt noch keinen Trank, aber okay. Das ist doof. Dann kriegt halt Smetbo jetzt sein Level 11. Nach dem Rettern. Rettang ist Gift. Jetzt können wir gucken, ist Konfusion, also eine Psychoattacke auf Gift effektiv? Ich bin der Meinung, ja. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, ist effektiv. Okay. Und es ist sogar verwirrt. Sehr geil. Oh. Und? Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Sehr gut. Dann reicht jetzt, glaube ich, ein Tackle aus. Ja, sehr gut. Smetbo bekommt sein Level 11. Sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Egon ist besiegt und wir müssen leider zurück ins Pokémon Center, um Taubsi zu heilen. Oh, unser armes Taubsi. Es tut mir leid, Taubsi. Ich wollte nicht, dass du besiegt wirst. Aber es geht ja jetzt recht fix, dadurch, dass wir Turbo-Treter haben. Und wir müssen uns gleich unbedingt nochmal neue Tränke kaufen, Leute. Wir müssen gleich Tränke kaufen. Echt ein Ding, ey. So viele Tränke, die ich gerade verballern musste. Heftig. Echt heftig. Hätte ich nicht erwartet, dass wir so viele Tränke verbrauchen werden auf der Route. Aber unsere Pokémon oder unser Taubsi war halt echt ein bisschen underleveled. Aber gut, komm. Wir können uns leider nur 4 Tränke holen. Weil wir haben nicht mehr so viel Geld. Ich hoffe, wir kommen die nächste Zeit mal ohne so viel Tränke verballert aus. Das wäre echt vom Vorteil. Hallo, so. Da ist noch ein Käfersammler, das ist sehr schön. Da können wir Taubsi gut trainieren. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. Ja, Mann. Ich rasiere dich weg. Ich böller dich weg. Ich besiege dich. Gangolf. Was ist das für ein Name? Gangolf. Kenne ich gar nicht. Also, kenne ich wirklich gar nicht. So, die meisten Namen kennt man ja auch aus dem echten Leben hier. Aber Gangolf? Okay. Okay, zum Glück diesmal nicht vergiftet. Weil ich habe keinen Gegengift mehr. Glaube ich. Kukuna. Ja gut, Kukuna kann nur Härtner. Das heißt, da brauchen wir keine Angst haben, dass Taubsi down gehen könnte. Und ich glaube, der Härtner bringt jetzt auch nicht genug, dass ein Flügelschlag Kukuna nicht besiegen würde. Das heißt, das ist auch nochmal gut. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Taubsi 136 Erfahrungspunkte, Level 12, sehr schön. Der Taubsi wird hier auf der Route sehr schön trainieren. Level 14 könnte, glaube ich, am Ende der Route drin sein. 15 vielleicht sogar. Je nachdem, wie viele Pokémon die jeweiligen Trainer haben und wie viele Erfahrungspunkte die geben. So, momentan sind es ja so einfache, sag ich mal. Oder kleine Pokémon wie Raupi und so. Die geben natürlich nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Aber so ein, weiß ich nicht. Wenn irgendwer ein... wie das Rettang zum Beispiel hat oder so. Oder vielleicht sogar ein Pipi. Oder Sandan, dann dürften die schon ganz gute Erfahrungspunkte geben. Und das war ein schöner Volltreffer, Taubsi. Das ist sehr gut. Oh. Das hätte ich nicht erwartet. Dass Saffron genug Erfahrungspunkte gibt, um Raupi Taubsi Level 13 zu geben. Und es hat Ruckzucki überlebt. Das ist schön. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewinnen können. Ja. Warum hast du sie da nicht?
Hey, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Ach, das ist dein Bruder da oben? Mann, bist du gemein. Du hast auch Shorts an. Also die Brennnesseln sind für dich auch nicht unbedingt gut. Aber ein Habitak. Oh, Habitak. Boy, Level 14 auch. Halt. Die Fresse. Das ist krass. Level 14 hätte ich nicht erwartet. Aber, wie es aussieht, wird das easy. Ah, Furienschlag. 5 Damage. Eieiei. Okay, wir setzen ruckzuck eben ein. Nicht, dass Habitak schneller ist als wir und er noch einen Furienschlag durchkriegt und Taubsi besiegt. Das wäre echt nicht gut. Aber wir haben es geschafft, zum Glück. Und Taubsi kriegt nochmal einen Trank. Weil sonst hält das nicht mehr lange durch. Sehr schön. Gut, im nächsten Part geht's dann da oben weiter. Ich stelle mich schon mal dahin. Ich habe einen Bruder gefunden. Ganz Pokémon via PC in Boxen ablegen. Jede Box fast 30 Pokémon, okay. Gut, hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Die Trainerin dort oben und der Trainer dort rechts. Muss auch noch. Wir müssen auch noch dran glauben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!